Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich mit euch das neue Schätzchen von Dunails unter die Lupe nehmen. Und zwar gibt es dort jetzt einen Fräser, genauso wie Fräserbits, die ideal sein sollen für die Modellage mit Dipnails bzw. deren Abtrag. Ob das jetzt so stimmt, das seht ihr hier in diesem Video. Bleibt also gerne dran, vergesst das kostenlose Abo nicht und aktiviert auch sehr gerne das Glöckchen, damit ihr keines meiner weiteren Videos verpasst. Viel Spaß, los geht's! Der Fräser kommt in dieser eleganten kleinen Pappschachtel daher, inklusive einem Fräserbit, natürlich das Herzstück und noch einem Kabel, welches ihr zum Aufladen nutzen könnt. Außerdem habt ihr auch noch eine Bedienungsanleitung in Deutsch, wo eben alles beschrieben ist, wofür was da ist, also welchen Knopf ihr drücken müsst. Dann noch weitere Details, wie zum Beispiel Gewicht und wie ihr das Gerät aufladen müsst, denn das müsst ihr natürlich vor Nutzung erstmal machen, indem ihr eben dieses USB-Kabel mit einem Handy-Ladegerät verbindet, dann hier einführt und dann lädt das Gerät so lange, bis das rote Licht nicht mehr rot, sondern grün leuchtet und dann wisst ihr, er ist vollständig aufgeladen. Das Ganze dauert circa 4 Stunden. Der Akku hält dann circa 6 Stunden in Betrieb. Sehen wir uns das gute Stück doch einmal genauer an. Mit nur 86 Gramm ist der Fräser wirklich sehr leicht. Er liegt gut in der Hand und man könnte theoretisch auch länger damit arbeiten, ohne dabei einen Krampf in der Hand zu bekommen, weil er wirklich sehr leicht ist mit seinen süßen 86 Gramm. Bei der Drehzahl hingegen bleibt es nicht niedlich, denn wir haben hier ganze 35.000 Umdrehungen in der Minute. Das schafft der kleine Kerl, indem man hier oben an diesem Rädchen dreht. Ich zeige euch das gleich noch genauer. Ihr müsst bei diesem Gerät beachten, dass er zwar 35.000 Umdrehungen hat, allerdings ist es bei solchen Geräten immer so, dass die Drehzahl trotzdem etwas niedriger einzustufen ist. Das heißt, wenn ihr eure Nagelhaut vielleicht sonst mit 3.000 Umdrehungen entfernt, braucht ihr hier zum Beispiel 5.000, was aber gar nicht schlimm ist, denn er soll ja auch für das Dip-System zum Abtragen geeignet sein und das schafft man mit dieser Umdrehungszahl allemal. Bleiben wir gleich einmal bei der Funktionalität. Und zwar, ihr habt hier diesen Teil, den ihr eben mit so einer Drehbewegung drehen könnt. Und so könnt ihr eure Bits nämlich wechseln. Hier ist einmal so ein Sicherheitsstift drin, den könnt ihr wegtun. Dann nehmt ihr euch zum Beispiel den beigelegten Bit, führt den eben so weit ein, wie ihr es möchtet. Da muss man selber entscheiden, was man da will und dann dreht ihr. Das geht ein bisschen schwieriger, ist aber gar nicht schlecht, so kann euch nämlich nichts rausrutschen. Und nun könnt ihr das Gerät einmal einschalten, indem ihr hier auf diesen Button klickt. Ich habe jetzt hier an diesem Rädchen schon einmal rumgefuchtelt. Hier haben wir noch ein Katzenhaar. So, und zwar seht ihr jetzt hier einmal die Anzeige, die ihr, wie erwähnt, mit diesem Rädchen in Bewegung setzen könnt. Und zwar, hier steht jetzt 1, das steht für 1000 Umdrehungen und so weiter und so fort. Und so könnt ihr in tausender Schritten das Gerät eben hochdrehen. Selbstverständlich haben wir auch noch einen Rückwärts- und Vorwärtslauf, den ihr einstellen könnt, indem ihr dem Kärtchen hier oben auf den Kopf quasi draufdrückt. Hier haben wir jetzt den Rückwärtslauf, das ist der Vorwärtslauf und so könnt ihr eben einstellen, ob ihr eben Links- oder Rechtshänder seid und euch so eben vorwärts oder rückwärts einstellen. Zur Lautstärke kann man sagen, dass das Gerät wirklich leise ist. Ich drehe jetzt einmal auf 35.000 hoch. Und hier könnt ihr wirklich hören, dass es nicht sehr laut ist bei 35.000 Umdrehungen. Also da gibt es einige andere Geräte, die wirkliche Radautüten sein können. Außerdem gibt es noch dieses tolle Keramik-Bit-Set, welches aus 5 verschiedenen Bits besteht. Wir haben hier 3 in der feinen Körnung und 2 in der mittleren Körnung sozusagen. Das heißt, diese 4 Bits sind für die Naturnagelvorbereitung, sprich zum Entfernen der Nagelhaut und dieser Bit ist auf der feineren Seite zum Entfernen des Materials. Ich werde euch auch nächste Woche oder vielleicht die Woche darauf noch zeigen, wie ihr Dip Powder auffüllen könnt und dort zeige ich euch auch nochmal, wie ihr das Dip Powder mit dem Fräser entfernt. Selbstverständlich zeige ich euch aber in diesem Video auch noch, wie sich die Bits so anstellen.
sein. Außerdem habt ihr ja schon gesehen, dass wir hier noch einen Keramikbit mit in dem Set dabei haben. Der ist hier kegelförmig bzw. eine Flamme auch in Medium, welchen ihr eben auch zum Abtrag eures Materials nutzen könnt. Und das werde ich euch jetzt hier einmal zeigen, wie sich die Fräserbits und der Fräser natürlich in der Praxis, sprich im Einsatz, macht. Für den ersten Step der Naturnagelvorbereitung oder aber auch für den ersten Step beim Refill eignet sich dieser kleine Flammenbit, der etwas feiner ist, richtig gut. Ihr seht, ich trage hier die abgestorbene Nagelhaut sehr gut an den Rändern ab und auch so ein bisschen an der Nagelplatte. Für die Nagelplatte an sich verwende ich jetzt einmal hier diesen Zylinder. Den könnt ihr auch zum Entfernen von Nagelhaut verwenden. Ich allerdings fand, dass sich das Anmattieren der Nagelplatte damit am besten arbeiten ließ. Also so spart ihr euch ein bisschen Feilarbeit, indem ihr das Ganze nämlich mit diesem kleinen Bit erledigen könntet. Außerdem finde ich auch diesen Spitzkegel super klasse, wenn ihr Nagelhaut nicht mit einer Nagelhautzange entfernen möchtet, denn mit dieser kleinen scharfen Kante, die ihr vorne habt, könnt ihr das damit nämlich super gut erledigen, wie ihr hier einmal sehen könnt. Aber auch dieser Bit ist dafür geeignet, um eben bei dem Refill das Altmaterial an den Rändern zum Beispiel gut rauszubekommen. Und mit dieser feinen kleinen Kugel gehe ich nochmal über die Nagelhautreste drüber und so wird alles etwas weicher, etwas smooth, wie man so schön sagt, und ihr könnt damit auch beim Auffüllen die Übergänge richtig schön sauber und ordentlich gestalten. Außerdem könnt ihr aber auch in euren Fräser eigene Bits einlegen. Das funktioniert nämlich auch bestens. Ich habe hier einmal meinen eigenen Nagelhautbit genommen und den einmal auf 5 bzw. 6000 Umdrehungen laufen lassen und das funktioniert auch richtig gut. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, dass ihr natürlich euer Material mit diesem beigelieferten Bit aus dem Set abtragt. Also der ist in dem Fräserset schon enthalten. Ihr bräuchtet rein theoretisch dann keinen extra Bit dafür. Das liegt natürlich bei euch und auch der Abtrag damit ist wirklich sehr gut. Genauso wie hier zum Beispiel jetzt auch mit der Schleifkappe. Ich habe einmal auf 25.000 Umdrehungen gefräst und im Nachhinein auch noch einmal höher gestellt. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also ihr könnt den Fräser auch mit anderen Bits oder eben einem Schleifmandrill mit Schleifkappe verwenden, falls ihr, wie gesagt, eure eigenen Bits schon zu Hause habt oder eben nicht so auf Keramikbits steht, was auch immer. Es funktioniert wirklich alles sehr gut mit dem Fräser. Das Einzige, was ihr eben dabei beachten müsst, dass ihr die Drehzahl doch ein bisschen höher einstufen müsst als vielleicht bei einem klassischen Fräser, was gar nicht schlimm ist, denn so könnt ihr euch als Anfänger wunderbar an dieses Gerät herantasten. Und außerdem ist es natürlich auch eher für das Dip-System geeignet, oder was heißt eher, dafür wurde er konzipiert. Und das möchte ich in meinem nächsten Video mit euch noch einmal austesten, denn ein Bit ist noch übrig, wer aufgepasst hat, weiß auch welcher. Also seid gespannt, bleibt gerne auf meinem Kanal und vergesst auch das kostenlose Abo nicht. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao!